Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsen-Griller. Eintopfzeit. Oh ja. Dutch-Ofenzeit. Kabanossi-Zeit. Oder was sagst du dazu? Ja, ich denke mal, daraus werden wir irgendwas zaubern. Genau, ein ganz leckerer Kabanossi-Eintopf. Schaut es euch an. Viel Spaß. Für unseren Cabanossi-Topf brauchen wir einiges an Zutaten. Ich habe die hier mal aufgestellt. Ich zähle die jetzt alle runter. Aber wie ihr wisst, findet ihr die genauen Mengenangaben und Zutaten noch einmal bei uns auf der Webseite im Rezept, welches wir euch unter dem Video verlinken. Beginnen werden wir mit Kartoffeln. Wir haben etwas Mehl, Butterschmalz, Zwiebel, Möhre, selbstgemachte Rinderbrühe. Hier haben wir einen Schmelzkäse in Geschmacksrichtung Kräuter. Hier haben wir unsere Cabanossis, etwas grün in Form von Petersilie, Kochsahne. Abwürzen werden wir mit unserem Grillpfeffer Schwarz-Weiß. Wenn ihr Interesse an unseren Gewürzen habt, steht auch ein Link bzw. die Informationen dazu unter dem Video. Aber im Rezept gibt es natürlich noch eine alternative Gewürzmischung für euch. Aber ihr könnt die auch gerne kaufen. Schluss der Werbung jetzt und hier hinten versteckt sich noch eine Lauchstange. Die Schnippelarbeiten für unseren Cabanossi-Topf haben wir auch hinter uns. Und zwar haben wir die Kartoffeln klein gewürfelt, die Möhren in Scheiben geschnitten, den Lauch in schmale Ringe, die Petersilie gehackt, die Cabanossi in Scheiben, so 5 mm dick und die Zwiebel in Halbringe. Zubereiten werden wir das Ganze auf unserem Raketenofen mit dem FT6 von Petromax, denn wir brauchen bei dieser Suppe eigentlich nur etwas Unterhitze. Hat der Topf etwas Hitze bekommen, kommt jetzt unser Butterschmalz hinein. Man sollte nicht mit den Fingern im Butterschmalz spielen. Es könnte heute ab und zu mal eine kleine Windböe kommen. Ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem. Wenn es Fragen geben sollte, ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es einfach in die Kommentare und wir werden euch weiterhelfen. So, aber nun zurück zum Butterschmalz. Das lassen wir jetzt etwas zergehen. Hat sich das Schmalz verflüssigt, kommen jetzt unsere Cabanossi-Scheiben und die Zwiebelringe hinein. Und das Ganze wird natürlich schön angebräunt. Wenn auch das Mehl etwas mit angeröstet ist, das sieht man, wenn es leicht die Farbe verändert, löschen wir das Ganze mit der Brühe ab und lassen diese kurz aufkochen. Nochmal etwas durchrühren, dass auch alles, die ganzen Geschmäcker vom Boden sich mit der Brühe verbinden und aufkochen lassen. Köchelt die Brühe, so wie hier zu sehen, kommt die Sahne hinzu. Oder auch Geschmack für den einen oder anderen. Gefolgt von unseren Kartoffeln und Möhrchen. Alles gut durchrühren. Und für die nächsten 12-15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Das Süppchen hat jetzt leicht für 15 Minuten vor sich her geköchelt. Ich habe mal getestet, die Möhren und die Kartoffeln sind jetzt leicht bissfest noch, so wie wir es wollen. Es soll ja nicht alles zerkocht werden. Jetzt kommt unser
Schmelzkäse hinzu. Genauso wie die Hori-Ringe oder Lauchringe. Den Käse schön unterrühren, sodass alles überall verteilt ist. Sie die Suppe noch etwas aufkochen lassen und dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und dann sollten wir damit schon am Ende sein. Wir haben jetzt ganz nach unserem Geschmack mit unserem Grillpfeffer schwarz-weiß abgeschmeckt. Und für die Farbe und für das Gewissen kommt jetzt noch die Petersilie darüber. Die bitte nur kurz vorher, kurz vorm Servieren drüber. Denn die soll ja noch richtig schön Aroma haben beim Verspeisen. Löffel in der Hand, das bedeutet, es ist fertig. Cremig, sämig, geil abgeschmeckt, geil gewürzt. Ehrlich gesagt, auch nicht übertrieben mit dem Würzen. Wir haben ja hier unseren Schwarz-Weiß-Pfeffer mit dran. Der Geschmack kommt ja dann im meisten Fall dann aus der Wurst. Wir haben ja hier diesen Kräuterschmelzkäse. Das ist alles nochmal ordentlich abgerundet mit unserem Grillpfeffer. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer weiter zu kosten. Auch die Möhre, die ihr mit reingetan hat, schmeckt auch mit gut. War nur fürs Bild. Genau. Nee, also wirklich zum Nachmachen empfohlen. Sau lecker. Video gefallen. Gebt uns einen Daumen einfach nach oben, schließt ein Abo ab, so verpasst ihr überhaupt nichts mehr. Glocke daneben bücken. Daneben drücken und ihr bekommt immer eine Information von uns. Genau. Ja. Ich würde sagen, Marco und André, die seht ihr dann beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.